Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Sportvlog. Heute bin ich wieder am Laufen, aber ich habe mir heute was vorgenommen und das erzähle ich nach dem Intro. Gestern war ich ja auf dem Itzehoer Stadtlauf, 5 Kilometer, und ich muss sagen, die 5 Kilometer in dem Tempo haben mich schon ganz schön geschlaucht. Ja, war alles machbar, aber es war schon ganz schön schnell. Aber einfach nur, weil ich ein anderes Tempo habe für meine bisherigen Distanzen. Heute will ich aber mal, egal wie schnell, die 10 Kilometer knacken. Es nervt mich einfach, dass ich die ganze Zeit drunter bleibe und das nicht schaffe. Aber heute schaffe ich es. Weil gestern bei dem Lauf in Itzehoer, da haben mich Leute überholt. Das darf nicht sein. Ich war, glaube ich, in meiner Altersklasse 46. oder so ein Käse. Und ein Thomas Georg ist 25. oder 26. geworden. Das gibt's doch nicht. Gleiche Altersklasse. 20 Plätze dazwischen. Ne, das darf nicht so weitergehen. Deswegen muss ich ein bisschen trainieren. Und ja, Thomas hier, ich weiß, du guckst den Sportblog, aber ich spatz dich demnächst. Bist du sicher? Also, ich muss mal. 10 Kilometer sind heute gefällig. Sind heute fällig. Bin ich schon außer Atem. Mann, oh Mann. Naja, ich melde mich gleich. Ich habe jetzt die ersten 2 Kilometer hinter mir. Alles gut soweit. Ich habe mir aber extra, weil ich gesagt habe, heute laufe ich mal ein bisschen weiter und letztes Jahr so Probleme hatte mit dem Knie, habe ich mir extra mein Knie getaped. Und dieses verdammte Tape geht ab. Ist ein Kack. Ich krieg's nicht gebacken. Ich zeig's mal hier. Hier ist mein Knie. Hier, das ist mein Knie. Ja. Ätzend. Da eine Fliege drauf. Eine Mücke drauf. Sieht man das? Ja, weiß ich nicht. Ja, weg damit. Weg mit. Also mal. Nochmal. Muss ich wegschmeißen, den Scheiß. Kacke. Mist. Nervt mich. Hab's Knie getaped, weil ich gedacht habe, naja, hilft vielleicht. Aber ich habe es nicht hingekriegt, das Tape. Letztes Jahr ist zu lange her. Ich erinnere mich nicht mehr, wie ich das machen musste. Naja, egal. Jetzt versuch's ohne Tape. Wird schon klappen. Kacke. Kackfliege. Jetzt bin ich ungefähr bei Kilometer 5. Das heißt, so weit wie gestern bei dem Stadtlauf, aber bedeutend langsamer natürlich. Geht noch alles gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ich die zweite Hälfte des Laufes überstehe. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit. Aber mal schauen. Übrigens, das Tape habe ich immer noch in der Hand, weil hier natürlich im Feld nirgendwo ein Mülleimer ist. Und dann werde ich das natürlich nicht los. Ist ja klar. Aber macht nichts. Das halte ich in der Hand, bis ich irgendwo ein Eimerchen sehe. Vorbildlich, vorbildlich. Oh je. Noch 5 Kilometer. Das wird schon. Scheißberg. Ein Scheißberg ist das. Ich bin jetzt bei 8 Kilometer angekommen. An der Stelle kann ich jetzt drehen, Richtung Heimat laufen. Weil ich weiß, jetzt sind es noch 2 Kilometer. Und wenn ich die durchlaufe, habe ich mein Ziel erreicht. Wie geil. Selbst verarscht. So weit weglaufen wie geht und dann zurücklaufen müssen. Oh je. Ich hab's gleich. Noch 2. Und dann habe ich mein Pensum für heute erfüllt. Saugeil. Jetzt wieder zu Hause angekommen. Saugeil. 10 Kilometer. Check. In 64 Minuten. Auch check. Saugeil. Und mein Soll heute erfüllt. Bin voll glücklich. Check. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportblog.